It's black and white. Hey Leute, was geht ab und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen natürlich weiter mit der Breaking Point Story und nähern uns langsam dem Ende, denn wir sind schon nämlich in den USA und dann sind es auch nicht mehr so viele Rennen bis zum Ende dieses Formats bzw. dieser Story. Wenn es euch gefällt, haut gerne nochmal den Like-Button kaputt und ja, gerne, wenn ihr noch nicht abonniert habt, auch kostenfrei abonnieren. Würde mich mega freuen und ja, gerne auch, wenn es noch Wünsche gibt, in die Kommentare einfach reinhauen. Wie gesagt, ich beantworte das gerne und werde das auch mal gerne. So, in der letzten Folge haben sich Kasper Ackermann und Aiden Jackson versöhnt, haben dann auch ein sehr, sehr gutes Rennen in Suzuka gefahren und sind damit auch wieder in der Verteilung um Platz 4. Und wir, was machen wir? Wir gehen jetzt natürlich ins Rennen und versuchen, Alfa Romeo diesen vierten Platz wegzunehmen. Hey Leute! Ausverkauftes Haus! Kasper! Wir haben uns seit deiner Bekanntgabe nicht gesehen. Mann. Das war echt anständig. Es kostet Mut zuzugeben, dass man nicht mehr mithalten kann. So habe ich das nicht gemeint. Ich meinte nur, dass du mutig bist. Das ist ein Kompliment. Und dass ich nicht mithalten kann. Ach, das war nicht so gemeint. Ich habe nur andere sagen hören, dass du deine besten Zeiten hinter dir hast. Das funktioniert nicht mehr, Devin. Tut mir leid, was meinst du? Wir wissen, was du über uns gesagt hast. Oh, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich dachte immer, du wärst nur eine Tratsche, Devin. Aber du bist ein Lügner. Ach, komm schon. Ihr beide. Ihr wart doch immer so schön unterhaltsam. Habt euch gestritten und euch aus dem Rennen geworfen. Das war genial. Das war echt die Allerst. Regt ihr euch nur darüber auf, wer was gesagt hat? Das ist echt kleinkariert. Ernsthaft, was seid ihr nur für Vorbilder? Ich werde nicht mit dir diskutieren. Da verliere ich. Ja, gewinnen ist nicht so ganz deine Sache, das stimmt. Ja. Vielleicht hast du recht. Vielleicht ist meine Zeit vorbei. Aber seine nicht. Und er ist der bessere Fahrer. Der Anfänger? Ach, ich bitte dich. Die Stelle bei Mercedes gehört mir. Das ist so gut wie offiziell. Ja. Da gibt es nur ein Problem, Devin. Hä? Das wäre? Ich glaub dir kein einziges Wort mehr. Sag's ihm. Hey! Keine Ahnung, wer die Stelle kriegt. Kapitel 15. Nachdem Butlers Psychospielchen wirkungslos geworden sind, macht Ackermann sich bereit, es auf der Strecke direkt mit dem Mann aufzunehmen, der den Streit zwischen den beiden Teamkollegen bei Aston Martin verursacht hat. Okay, Kasper, sieht gut aus. Mach weiter so. Ist Butler vor mir? Butler? Ja, du näherst dich ihm. Kein Drama, bitte. Verstanden. Kein Drama und Ziel, Butler zu besiegen. Ja, also fand ich sehr witzig. Und natürlich, im Übrigen, wenn natürlich jemand eine Stelle bei Mercedes bekommen würde, dann wäre es wahrscheinlich von den dreien eher Lando Norris als Butler.
Und ja, ich fand das witzig mit der, dass Lando da einfach doch sogar Deutsch gesprochen hat. Also finde ich sogar mega cool. Hat er richtig cool gemacht. Und ja, Devin Butler ist halt einfach nur ein kleinkariertes Punkt, Punkt, Punkt. Während die hier gerade schön an Gasly vorbeigehen. Devin ist momentan auf P7. So ein paar Mal in der Box, oder was? Nee, what the fuck, wie ist der? Egal. Ocon, ja, er hat uns zum Glück noch bemerkt. Gab. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,2 Sekunden. Es gab eine kleine Rad. Berührung, aber nichts Schlimmes. Oh. Du näherst dich Devin, Kasper. Mach Druck! Bottas und Devin Butler streiten sich da gerade ein bisschen. Finde ich nicht schlecht. Ich komme dadurch ein bisschen näher ran. Dann kann ich gleich mal auf Devins Auto Hallo sagen und dann sieht er bald nur noch mein Heck. Und Mick Schumacher spielt dem jetzt ein bisschen in die Karten. Jetzt schiebe ich ein bisschen an. Jetzt mache ich das hier und tschüssi küssi und vorbei. Und ich krieg sogar DS. Und Bottas kriegen wir auch noch hin. Und sind damit Siebter. Und wir nähern uns Lando Norris. Was heißt nähern? Wir sind schon richtig dran in seinem Heck. Wir wollen jetzt auch an ihm vorbei. Und ziehen auch an ihm ohne größere Probleme vorbei. Platz 4 für Ackermann. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,1 Sekunden. Vielleicht kriegen wir noch den Verstappen mit den verbleibenden 3 Runden. So, wir gehen auf die letzte Runde. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Jeff läutet sie mal wieder ein. Wir sind ja nicht weit weg vom Verstappen, aber wir werden es vielleicht wieder durch die S-Kurven sehen. Das ist dann doch. Wahrscheinlich erreichen wir nicht. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ja, hier kommt die S-Kurve, die ist so schlimm, die letzte. Krieg ich die nicht mal hin. DS werde ich nicht haben. Glaube ich, und wenn wir es nicht reicht, boah, das war sehr knapp. Ich glaube, 1/1000stel hat ins Gefühl für DRS. Ja, wir haben kein DRS. 1000stel hat jetzt wirklich gefehlt. Es sind 7/10 bis zu Verstappen. Wir holen auf, können natürlich jetzt nicht reinziehen, das wäre fatal gewesen. Reichen oder ob ich probiere es jetzt einfach mal reinhalten. Ja, das Verstappens Medizin geben und dann hauen wir doch aufs Podium. So wird das gemacht. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Hier kündigt sich ein dramatisches Finale für diese Saison an. Der Kampf um die Spitze geht weiter, aber im Mittelfeld kommt Aston Martin noch mal ein gutes Stück näher an Alfa Romeo heran. Beide Teams hatten eine erstaunliche Saison. Und es gibt auch Gerüchte, dass Butler und Jackson eine Chance auf die freie Stelle bei Mercedes haben. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Man wünscht sich ja fast, dass diese Saison niemals endet, aber das muss sie leider. Ab jetzt kommt es auf jede Runde und jede Sekunde an. Was für eine packende Saison. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes.
Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Sie haben sich heute schon wieder gegen Alfa Romeo durchgesetzt, Kasper. Und es wird spekuliert, ob Sie es schaffen, ihn den vierten Platz streitig zu machen. Was sagen Sie dazu? Wir haben schon länger auf den vierten Platz abgesehen. Wir wissen, was wir können und wir können es schaffen. Da kann man ja nur spekulieren. Wir geben wie immer unser Bestes. Ja, natürlich das Erste, eine Kampfansage in Richtung Alpha. Das ist auf jeden Fall möglich. Wir haben es schon länger auf den vierten Platz abgesehen, auch als andere uns schon abgeschrieben hatten. Für uns kommt es bei jedem Rennen auf jede Sekunde an. Und unsere harte Arbeit macht sich in der Tabelle bemerkbar. Wir wissen, was wir können und wir können es schaffen. Ihr Ruhestand rückt natürlich immer näher. Denken Sie oft daran? Ja, natürlich denke... Natürlich, dank meines Rücktritts kann ich die Rennen mehr genießen. Ich habe einen Job zu erledigen. Ich muss bei der Sache bleiben. Abseits der Strecke ist es was anderes. Das Rechte. Davon lasse ich mich nicht beeinflussen. Ich habe einen Job zu erledigen und muss bei der Sache bleiben. Jede Sekunde zählt. Und wenn ich auch nur für einen Augenblick mit den Gedanken woanders bin, kann das den Unterschied zwischen Platz 4 und 5 in der Konstrukteursmeisterschaft machen. Abseits der Strecke ist es was anderes, aber ich versuche, mich nicht ablenken zu lassen. Freuen Sie sich schon auf Ihren Ruhestand? Wie werden Sie Ihre Zeit verbringen? Ich habe immer noch einen Job zu erledigen. Fragen Sie mich nach der Saison nochmal. Es gibt ein paar persönliche Projekte, für die ich mir schon immer Zeit nehmen wollte. Ich freue mich vor allem darauf, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich habe noch nicht so viel darüber nachgedacht und habe das Rechte. Ich freue mich vor allem darauf, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich habe eine wunderschöne Frau und eine kleine Tochter, Lily, die ich beide viel zu selten sehe. Ich kann es kaum abwarten, dass das mehr wird. Danke für den Kommentar. Kapitel 15. Ackermann schafft es, Butler beim Grand Prix der USA zu übertreffen und dringend benötigte Meisterschaftspunkte für Aston Martin zu holen, die damit Alfa Romeo auf dem Fersen bleiben. Ackermann, Aston Martin holt auf. Social Media. Und Aiden ruft an. Aiden. Kasper, hey. Wir schließen zu Alfa Romeo auf. Ja, gute Leistung da draußen. Ich glaube, wir können es schaffen, Kasper. Wir sind im Spiel. Du weißt schon, dass es nicht leicht wird, oder? Ja, bei aussichtslosen Schlachten kämpft man am härtesten. Das ergibt gar keinen Sinn. Doch, natürlich. Aber ich will dich nicht länger aufhalten. Wollte nur gratulieren. Gleichfalls. Man sieht sich. Bye. Also den Spruch hat Aiden von seiner Mutter geklaut. Das möchte ich nochmal drauf hinweisen. Brian ruft an. Brian. Kasper, die Besprechung wurde um 10 Minuten verschoben. Du hast noch ein bisschen mehr Zeit. Okay, danke. Großartiges Rennen heute. Letzte Saison hätte niemand damit gerechnet, dass wir jetzt um den vierten mitkämpfen. Naja, du kennst ja den Spruch. Bei aussichtslosen Schlachten kämpft man am härtesten. Wow, brillant. Den muss ich mir merken. Inspirierende Lebensweisheit. Immer weiterkämpfen, Kasper. Wir sehen uns dann bei der Besprechung. Bis dann, Brian. Hallo? Gerade Spruch. Jetzt klaut der auch noch den Spruch? Okay. Okay. Naja, gut, okay. Ja. Hey, hab versucht dich anzurufen, aber ich konnte dich nicht erreichen. Lily ist total aufgedreht, seit du sie im Fernsehen erwähnt hast. Jetzt muss ich irgendwie schaffen, sie ins Bett zu bringen. Also vielen Dank auch. Hab dich lieb. Tolles Rennen heute, Lil Kasper. Ich will zwar nicht vorgenommen sein, aber aber es war schön zu sehen, wie du Devin beschlägst. Und hey, du hast nicht mehr so viele Rennen vor dir, bei denen du das Gefühl genießen kannst. Also koste es voll aus. Juti, dann gehen wir ohne langes Gerede ins nächste Kapitel. Kapitel 16. Der Moment der Entscheidung ist gekommen. Das letzte Rennen der Saison. Nach einer phänomenalen Leistung von Aston Martin in der zweiten Hälfte der Saison ist Devin Butlers Team Alfa Romeo für sie in greifbare Nähe gerückt. So, Mails und ein Anruf von Brian. Brian. Kasper, Cassie Boy. Cassie Boy? Großer Tag heute. Gewaltiger Tag. Ja. Das letzte Rennen deiner Karriere. Wie fühlst du dich? Ich weiß nicht. Ich schätze,
Also ich bin total aufgeregt, das kannst du mir glauben. Wie ein Kind an Heiligabend. Weil ich zurücktrete? Du wirst heute großartig fahren, das habe ich im Gefühl. Das wird phänomenal. Denk einfach dran, was ich dir beigebracht habe. Und was genau war das? Du Witzbold. Du wirst mir fehlen, Kasper. Lass uns deine Karriere mit einem großen Knall beenden. Ja, aber nicht wortwörtlich. Ich lass dich jetzt in Ruhe. Zeig sie ihn, Kasper. Bye. Also wenn Brian schon ein gutes Gefühl hat. Na gut. Lukas Weber schreibt uns... Zoe ruft an. Hallo? Hey, Kasper. Wie geht's dir? Gut. Nur ein bisschen. Traurig? Ja, vielleicht. Wie geht's Lilly? Gut. Wir gönnen uns gerade ein frühes Mittagessen. Willst du mit Papi reden? Warum fährst du keine Rennen mehr, Papi? Naja, dein Papi geht in den Ruhestand. Kann ich auch in den Ruhestand? Dafür musst du erst arbeiten, Lilly. Hey, wer ist dein Lieblingsrennfahrer? Ich mag Aiden. Aiden? Hat Mami gesagt, du sollst das sagen? Kann ich nochmal mit ihr sprechen? Aiden Jackson. Tschüss, Papi. Nein, warte. Einen Moment noch, Lilly. Hallo? Aiden Jackson. Geil. Aiden, wenn man vom Teufel spricht, ruft doch auch gleich an. Aiden. Hey Kasper, wie läuft's? Ganz gut. Alles klar bei dir? Ja, ich wollte nur alles Gute wünschen und mich bedanken. Du weißt schon, für alles. Bei mir musst du dich für gar nichts bedanken. Ja, und ich wollte mich entschuldigen. Ich glaube, wir haben uns so langsam genug entschuldigt. Ja, du hast recht. Also dann, das letzte Rennen einer unglaublichen Karriere. Ist mir eine Ehre, dabei zu sein. Danke, Aiden. Wir sehen uns unten. Ja, bis dann. So, also. Aiden Jackson ist der neue Lieblingsfahrer der Tochter von Kasper Ackermann. Ich glaube, jetzt konnte das irgendwie jeder durchlesen. Rennvorschau, Pizza, von unserer Seite ist alles bereit. Das Auto ist in einem guten Zustand und Schaffnauer scheint zufrieden zu sein. Weißt du was? Du bist zwar wahrscheinlich schon motiviert genug, aber wenn ihr uns tatsächlich den vierten holt, lade ich alle zum Pizzaessen ein. Hab Aiden dasselbe gesagt, ich kenne einen guten Pizzeria in der Gegend und die Rechnung geht auf mich. Wir sehen uns an der Strecke. Na Jeff, das möchte ich aber sehen, die Pizza. Ottmar Schaffnauer. Hey Team, wollte euch nur ein schnelles Dankeschön für alle eure harte Arbeit die Saison schicken. Es war ein gutes Jahr für uns, egal wie Abu Dhabi ausgeht. Das wird Kaspers letztes Rennen, einem F1-Wagen, Fotos, Verabschiedungen, Ansprachen gibt es nach dem Rennen in der Garage. Wir sehen uns dann, Ottmar. So, gucken wir uns noch die Nachrichten an. Saisonende Abu Dhabi und die Ackermann Top 5 Momente. Der Grand Prix von Brasilien zu 16 war für die meisten Fahrer ein anstrengendes Rennen, aber nicht für Kasper Ackermann. Während die meisten in den nassen Strecken zu kämpfen hatten, konnte der fliegende Holländer in nur zwei Runden vom 14. Platz auf 5. vorrücken. Sind natürlich alles Momente, die ja auch in Wirklichkeit passiert sind. Hier gehen wir mal ins Rennen rein. Kapitel 16. Kasper Ackermann weiß, dass sein Team beide Fahrer von Alfa Romeo schlagen muss und kämpft sich durch das Feld nach vorne, um Ben Butler von dem vierten Platz in der Konstrukteursmeisterschaft zu erreichen. Willkommen in Abu Dhabi, wo gleich das Rennen auf dem Yas Marina Circuit beginnt. Diese Strecke ist für ihre 1,2 Kilometer lange Gerade bekannt, die eine fantastische Gelegenheit für Überholmanöver bietet. Aber Vorsicht, direkt dahinter lauern zwei schwierige Kurven. Der Yas Marina Circuit ist 5,4 Kilometer lang und wartet mit 21 Kurven und zwei sehr langen Geraden auf. Die DRS-Zonen vor den Kurven 8 und 11 bieten gute Überholmöglichkeiten. Die Strecke verfügt aber auch über einige tückische Kurven. Insbesondere Turn 15, 16 und 17 haben es in sich. Da werden die Bremsen oft auf harte Proben gestellt. Aston Martin könnte Alfa Romeo heute einholen, aber das wird ein hartes Stück Arbeit. Bist du immer noch überrascht, dass sie so gut abschneiden, Stefan? Ehrlich gesagt, ja. Man muss nur daran denken, wie sie letzte Saison abgeschnitten haben. Oder an die Reibereien in Kanada. All diese Feindseligkeiten auf und abseits der Strecke. Die zwei sind einfach nicht miteinander ausgekommen. Ich hatte sie schon abgeschrieben.
Ja, sie haben uns wirklich überrascht, diese zwei von Aston Martin. Aber es kann auch gut sein, dass sie beide nächste Saison nicht mehr in diesem Team sind. Stimmt, für Ackermann ist das heute das letzte Rennen. Ich werde ihn auf jeden Fall vermissen und es heißt auch, dass Jackson mit Mercedes verhandelt. Also ja, wer weiß. Im Hinblick auf die freie Stelle nächste Saison hält sich Mercedes immer noch ziemlich bedeckt. Angeblich wurde noch keine Entscheidung getroffen. Man will erst abwarten, wie die Saison ausgeht. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole. Und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen, Perez, Pierre Gasly und Fernando Alonso. Leclerc, Butler, Norris und Carlos Sainz. Tsunoda, Ackermann, Aiden Jackson und Giovinazzi. Mazepin, Ocon, Daniel Ricciardo und Mick Schumacher. Latifi und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. Wir sehen heute viele Überholmanöver von Ackermann und hier noch ein spektakuläres. Warum will der denn bloß aus der Formel 1 zurücktreten? Und was passiert hier? Sieht aus, als wäre Giovinazzi aus dem Rennen. Wir wissen nicht genau, woran es lag, aber das könnte eine sehr gute Gelegenheit für Aston Martin werden. Denn Devon Butler muss nun ganz alleine gegen die Konkurrenz ankämpfen. Und er scheint einen schlechten Tag zu haben. Hier und da schleichen sich viele ein und seine Bremsen blockieren. Es ist noch alles offen. Du fährst jetzt schnellere Runden als Butler, Kasper. Gute Arbeit, das gibt uns eine Chance. Verstanden. Zeit zum Angreifen. Wir stehen alle hinter dir. Alles klar. Überhole Butler vor Runde 9. Na dann. Erstmal müssen wir an Gasly vorbei. Also Giovinazzi haben wir gesehen, ist ausgefallen. Das heißt, Butler muss das jetzt alleine regeln. Und wir holen uns erstmal Punkte. Oder auch gerade so. Na, sagen wir mal so, wir sind gerade so durch die Kurve gekommen. Ja, Abu Dhabi. Immer ein schöner Abschluss, muss man schon sagen. Mit diesem wunderschönen Hotel hier. Ja, und jetzt wirklich voller Fokus auf Platz. Devon ist jetzt auf P6, sechster Platz. 4 in der Weltmeisterschaft. Und Norris dran, der kann aber auch flach stellen. Wir kommen da trotzdem ran. Jetzt ist die Frage, wo ist Ocon, was macht der? Devon liegt im Moment 3 Plätze vor dir. Wir sind erstmal an Lando Norris vorbei. Und jetzt auch an Esteban Ocon. Der nächste ist Sainz. Das wollte ich nicht. Da bin ich ein bisschen zu hart reingegangen. Dann muss ich ihn jetzt auch hier irgendwie vor der Kurve überholen, weil er so mega langsam einfach fährt und ich da jetzt auch einfach total ein ungeduldiger Mensch bin. Devon ist direkt vor dir. Ja. Der S. Und ziehen locker flockig an ihm vorbei. Und jetzt eine Zwischensequenz. Aston Martin hat hier die Chance, sich überraschend gegen Alfa Romeo durchzusetzen, denn Ackermann liegt vor Butler und Jackson ist auch nicht allzu weit davon entfernt. Und weiter geht's. Butler schließt zu Ackermann auf und versucht, den Platz zurückzuerobern. Was wird er machen? Butler bremst spät auf der Innenbahn und es gibt Kontakt. Extrem aggressive Aktion von Devon Butler. Beide Autos drehen sich von der Strecke. Butler knallt in die Mauer und das Rennen dürfte für ihn gelaufen sein. Ja, viel zu aggressiv und er hat zu spät gebremst. Ich glaube, die Rennleitung wird sich das nach dem Rennen nochmal ansehen. Aber der Wagen von Aston Martin bewegt sich noch. Offenbar will der Holländer weitermachen. Was denkst du, Stefan? Schön zu sehen, dass er nicht aufgibt, aber er hat viel Schaden genommen. Allerdings gibt's auch noch Punkte zu holen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das wird er sich auch denken.
Aber schafft es Ackermanns Aston Martin ins Ziel? Alles okay, Kasper? Meinen Daten zufolge ist der Wagen stark beschädigt. Alles okay. Ich fahr weiter. Butler ist aus dem Rennen. Ja, Butler ist raus. Wir haben eine Chance. Jackson holt schnell auf, Kasper. Okay. Du musst dir den Dritten holen, Aiden. Verstanden, Dritter. Was ist mit Kasper? Wir lassen Aiden vorbei? Ja, lass Aiden durch. Tu, was du kannst, Kasper. Wie geht's dem Auto? Alles okay. Kannst du Aiden was ausrichten? Du musst an Kasper vorbei, Aiden. Verstanden. Er sagt, sieh zu, dass du aufs Treppchen kommst. Und damit hätte das Team den Vierten? Vielleicht, wenn Kaspers Auto bis ins Ziel kommt. Dann sehe ich mal zu, dass ich aufs Treppchen komme. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,4 Sekunden. Und dann gehen wir mal volle Möhre, um aufs Treppchen zu kommen. Der erste in unserer Reihe ist Charles Leclerc. Und natürlich ist es Butler gewesen, der da versucht hat, Kasper Ackermann rauszuschießen. Das ist so typisch gewesen. Ja, aber dann natürlich auch mega Karma, dass er rausgeflogen ist und Ackermann jetzt noch weiterfahren kann. Aber natürlich müssen wir hoffen, dass Ackermann da irgendwie noch ins Ziel kommt. Wir sind dran an Leclerc. Charles Leclerc. Nicht berühren, aber die Bremse mal so früh. Ich will hier nicht berühren, ich will hier keine Strafe kassieren, aber die Bremse mal so früh, da habe ich dann kaum noch Chancen, irgendwie was zu machen. Du gewinnst ordentlich Abstand zum Wagen hinter dir. Aber gut. Gleich in der DS, somit dürfen wir. Dürfen wir flach stellen, waren sie da innen außen und sind schon neben dem Mexikaner und ziehen da vorbei und sind jetzt Vierter. Außenrum, ja, bisschen überraschend für Bottas, der hat damit nicht gerechnet. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Dann fahren wir auch noch Bestzeit. Aber damit hat Bottas überhaupt nicht gerechnet, dass wir es da außenrum probieren. Ja, und somit sind wir am 5 vorbei und sind auf dem dritten Platz, den wir brauchen. Wir sind sowas von dran an Max Verstappen. Ah, leichte Berührung, leichter Kontakt, wir gehen vorbei, sind Zweiter jetzt sogar. Und Ackermann, ja, wenn ihr euch fragt, ja, wo ist denn der? Ja, Ackermann ist einfach Sechster. Er hat sogar den Ferrari überholt vor sich, also Leclerc ist einfach... Geholt worden von einem kaputten Auto von Ackermann. Und wir versuchen jetzt mal Lewis noch zu holen, weil warum nicht noch hier gewinnen? Flügel ist flach gegen Lewis Hamilton. Wir bremsen spät. Wow, yo. Ich sehe ihn noch. Ja, yo, aber es war keine Kollision, Digga. Es war einfach nur ein freundschaftlicher Touch. Wir sind Erster und das ist richtig gut. Und jetzt geht's ab in die letzte Runde. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Jeff läutet sie zum letzten Mal in dieser Breaking Point Story ein. Wenn ich euch überlegt habe, damals hier in diesem Formel 2 Auto bin ich hier total rumgerutscht und hier wunderbar. Einfach nur ganz entspannt mit diesem Auto. Schön auf den ersten Platz. Und Kasper Ackermann schließt sogar jetzt noch auf Perez aus. Das wäre es ja noch, wenn er den jetzt noch überholen würde. Und jetzt müsste schon viel passieren, dass wir diesen vierten Platz in der Konstrukteurswertung nicht bekommen. Wir sind sogar Erster mit der schnellsten Runde. Aber schon. Durch letzte DRS-Zone. Wie gesagt, es gewinnt ja nicht immer der Weltmeister, das letzte Rennen. Ja, Ackermann ist da sogar noch mal wirklich dran, also vielleicht kriegt er doch noch eine 5, das wäre es jetzt.
nicht ganz. Aber wir biegen die letzten Kurven ein. Und da ist sie, die letzte Kurve für uns. Wir gewinnen in Yas Marina, in Abu Dhabi und werden Vierter in der Konsistenzwertung. Starke Leistung, Mann. Gute Arbeit. Das war genial. Und sie haben es geschafft. Was für eine Saison für Aston Martin. Noch vor ein oder zwei Rennen hätte ich niemals damit gerechnet. Aber sie haben am Ende den vierten Platz in der Konstrukteurs-WM geholt. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, werden sie natürlich den jungen Aiden Jackson nur sehr, sehr ungern gehen lassen. Was für ein Talent ist das? Und für Kasper Ackermann, der nach dem bösen Zusammenstoß mit Butler wieder ins Rennen gefunden hat, war es ein tolles Ende einer sagenhaften Karriere. Was für ein Rennen hier in Abu Dhabi. Danke, Mann. Danke. Hey. Kasper, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Hast du den Unfall gesehen? Nein, was ist passiert? Sieh's dir lieber selbst an. Geht's Butler gut? Besser als seinem Ego. Ich wollte dir jedenfalls nur gratulieren und mich von allen verabschieden. Es war mir eine Ehre. Wir sehen uns später. Dann feiern wir. Bleib doch noch. Nein, nein, nein. Ach komm, was sollen die schon machen? Dich bestrafen? Das ist nicht nur mein Sieg, Kasper, sondern unserer. Wahnsinnsrennen. Ja, Wahnsinnsrennen. Für einen Moment haben wir uns richtig Sorgen gemacht. Brian, habe ich dich jemals enttäuscht? Soll ich das wirklich beantworten? Lieber nicht. Hey, war mir ein Vergnügen. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Du hattest eine starke Karriere. Kasper! Ich glaube, dein Typ wird verlangt. Kasper! Kasper! Und jetzt raus mit dir, Mann! Du hast es dir verdient! Ja, und das war das Ende der Breaking Point Story. Ja, am Ende haben wir es wirklich noch geschafft, auf den vierten Platz zu kommen, mit einer grandiosen Leistung von beiden Fahrern. Ja, was soll ich dazu sagen? Also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob es im nächsten Jahr dann einen zweiten Teil gibt. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ich finde, dass EA genau wie Codemaster eine sehr gute Leistung abgerufen haben. Natürlich gibt es da natürlich noch Luft nach oben, aber das ist logisch. Es ist das erste Mal gewesen, dass sowas, glaube ich, bei einer Formel 1 Version so gemacht worden ist mit so einer Story. Und natürlich ist da, wie gesagt, aber da noch ein bisschen Potenzial. Aber wie gesagt, ich fand es super, wie man das gemacht hat. Wenn man ein Ziel erfüllt hat, also über erfüllt hat, wie jetzt zum Beispiel, du musstest Dritter werden jetzt hier und du hast gewonnen, dann hast du halt auch genau solche Nachrichten bekommen. Klar, jetzt die Interviews waren jetzt nicht genau so immer, aber okay. Aber du hast halt die Nachrichten bekommen, ey, super gefahren und dass du noch Erster geworden bist, das ist doch eine Sahne, so wie, keine Ahnung, wie die Kirsche auf der Sahnetorte, so ungefähr. Und das finde ich richtig gut. Ja, also wirklich, das hat man sehr, sehr gut gemacht. Ich bin wirklich sehr überrascht gewesen, wie man das aufgezogen hat, von der Formel 2 von bis zum ersten Jahr Formel 1 und bis zum zweiten Jahr Formel 1. Also fand ich sehr gut, wie man das auch aufgezogen hat. Hätte ich nicht so gedacht.
dass man das so aufzieht, bis ich es mir ein bisschen durchgelesen habe. Aber wie gesagt, fand ich sehr gut. Ich bin da ja sehr, wie soll ich sagen, ja, komplett ohne Meinung erstmal reingegangen. Klar habe ich mir da das ein oder andere schon mal angeguckt bei anderen YouTubern. Aber wie gesagt, trotz alledem, trotzdem ohne Meinung, also total voreingenommen, nicht voreingenommen reingegangen. Ja, und hab dann, fand wirklich, wie gesagt, dass eine sehr gelungene Story ist. Wie gesagt, Verbesserungsvorschläge wären vielleicht ein bisschen mehr Interaktionen, noch ein bisschen mehr mit dem, also mit dem Rennen an sich, weil du hattest jetzt hier ein paar Auswahl. Also zwar, glaube ich, hattest du, glaube ich, alle Rennen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber nee, aber wie gesagt, ich würde es mir halt wünschen, sollte es im Breaking Point 2 geben, also nächstes Mal, das nächste Mal, dann würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass mehr Rennen auf jeden Fall dabei sind. Dass man natürlich jetzt nicht alle fahren muss, ist logisch, aber mir würde es auf jeden Fall Spaß machen, wenn alle dabei wären. Das wäre auf jeden Fall cool. Klar, es wäre natürlich eine umfangreichere Story. Ich glaube, man hat das auch so gemerkt. Man hat als EA sich so das so versucht zu machen, wie auch bei The Journey in FIFA, dass man da so eine Story aufbaut. Aber wie gesagt, bei The Journey war es ja auch so, dass man da ein bisschen mehr Spiele reingebracht hat. Und auch ein bisschen mehr Abwechslung. Wie gesagt, ich fand es auch sehr gut, dass man manche Rennen von vorne an gestartet hat, also von Anfang an. Klar, natürlich ist es dann auch einfacher, nach vorne zu kommen, als wenn du jetzt irgendwo in der Mitte anfängst. Aber trotz alledem fand ich das auch sehr gut gemacht. Das Einzige, was mich richtig gestört hat in der Karriere, also in der Story, war die KIs. Also die waren halt echt. Also dafür, dass es der schwierigste Schwierigkeitsgrad war, war es reell sehr, sehr einfach, an dem vorbeizukommen. Also die Zeit war auf, das fand ich genug, also dass man genug Zeit hatte, diese Ziele zu machen. Aber wie gesagt, das Einzige, was mich gestört hat, war die KIs, dass sie einfach ein bisschen zu schwach waren. Weil, wie gesagt, die sind, wenn du normales Grand Prix-Rennen fährst oder was auch noch auf meinen Kanal kommen wird, das MyTeam, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die stärker sind. Aber gut, wie gesagt, es ist auf jeden Fall das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass es Spaß gemacht hat. Und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht, diese Story. Ich verabschiede mich jetzt erstmal aus dem Video. Es war die letzte Episode von Breakpoint. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen Formel 1 Content kommen. Vor allem die MyTeam-Karriere. Mal gucken. Es gibt ein paar Kumpels, die ich schon gefragt habe, ob sie sich holen. Auch vielleicht ein bisschen mehr Spieler. Wir gucken mal. Ich gehe das Ganze ganz entspannt an. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall nochmal fürs Zusehen. Und ja, und dann bin ich auch raus. Und tschüss.